Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostwiff. Habe ich den Händler da unten schon angeguckt? Moment. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ah, wir haben hier schon das Buckwheat gemacht. Okay. Habe ich verplant. Schon wieder ein paar Tage her. Ich hatte eine Woche lang Besuch von meiner Mutter. Und jetzt muss ich gerade erstmal wieder an alle Spiele reinkommen, weil ich eine Woche lang quasi nicht wirklich was gespielt habe. Nur ganz sporadisch mal hier und da noch eine Folge am frühen Morgen oder abends. Wenn irgendwo noch eine Folge gefehlt hatte. Aber Ostriff war jetzt tatsächlich über eine Woche nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt mal gucken. Hier sind wir gut vorangekommen. Hier die ganze Steinproduktion läuft. Da können wir uns mal angucken, wie die eigentlich da arbeiten. Also jetzt geht er genau weg, jetzt wo ich gucken wollte, was er da oben gemacht hat. Der stand hier gerade oben am Rand. Ach, guck mal. Warte mal. Ach, jetzt sehen wir das so schlecht wegen dem Schnee. Ah, das ist ja schade. Der Leimkiln. Hier wird jetzt wahrscheinlich Zeug hingebracht, ne? Limestone, ja. Limestone und Wasser müsste eigentlich auch hingebracht werden. Wo holt denn der das jetzt? Das ist natürlich, der wird das jetzt wahrscheinlich... Oh Gott, hoffentlich holt er das nicht von da hinten. Ich sollte vielleicht auch mal im Lager hier noch Limestone einlagern lassen. Ist hier gar nicht. Oh, ich kann... Ach so, ich kann kein Limestone lagern. Was? Sehe ich das richtig? Ist wirklich nicht dabei. Verdammt. Na gut, dann ist schlecht. Dann kann ich da keinen Limestone lagern. Na gut, denn ich... A new family is setting in our town. Yay! Wo denn? Hier wahrscheinlich. Ach, schön. Die beiden Häuser sind auch beide schon fertig. Ich wollte gerade sagen, beide schon bewohnt. Nein, aber eins immerhin ist schon bewohnt. Sehr schön. Und hier sehen wir auch, der Weg entwickelt sich hier lang, wie es wollte. Sehr gut. Okay, dann wird hier bestimmt auch bei jemand kommen. Das heißt, wir haben schon wieder einen Mann mehr. Und ich wurde in einem Kommentar darauf hingewiesen. Moment. Ich sehe gerade, die Fischer können wieder anfangen, ne? Das Boot ist ja immer noch kaputt. Ist das schon wieder so, dass es betreten werden kann? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier schon fertig ist. Naja, es wird ja eh gleich umgeschaltet. Aber wir brauchen dann hier auf jeden Fall gleich einen Bootsbauer. Ich wollte gerade noch sagen, dann können wir den Mann ja mal lassen und keinen Job zuteilen. Denn ich wurde darauf hingewiesen, dass die Trägerinnen, also die weiblichen Träger, die Wagen nicht benutzen können. Warum auch immer. Ich bin mit solchen Wagen schon rumgekutscht, also rumgefahren. Ich habe keine Ahnung, warum das die Frauen hier nicht benutzen können. Hier in dem Spiel ist es wohl so, dass nur die Männer mit solchen Wagen losfahren. Und deswegen das Tragen wohl auch ein bisschen länger dauern kann. Der ist natürlich ein bisschen blöd. Der ist ja immer noch da. Achso, weil der es auch noch gar nicht abgeholt hat? Weiß ich nicht. Wie sieht's aus? 200 von 500. Immerhin ein bisschen... Oh, kommt er da schon oder ist das die Familie? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Könnte auch die Familie... Ja, sieht eher so aus, als würde da die Familie kommen. Der hat, ja, da Leute geladen. Kundschaft. Okay, hier müsste es jetzt gleich wieder weitergehen. Das heißt, wir können jetzt den hier einsetzen. Okay. Ansonsten, auf was warten wir denn jetzt alles? Auf die Brücken, auf die... Ja, die Pferdesachen wollte ich vorbereiten, genau. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir irgendwann mal auch... Gut, wenn wir einen Stall haben, kann man immerhin schon Pferdchen kaufen. Hühner brauchen wir gerade gar nicht. Wir müssen darauf achten, dass wir dann auch noch Schweine bekommen. Weibliche und männliche Kühe. Wir haben nur Frauen in unserem Stall. Wie viel können wir denn überhaupt? Livestock mit 20. Achso, also wird hier noch scrollen kommen. Ich dachte, ich habe gerade einen kurzen Schreck bekommen, weil ich dachte, hier ist schon Schluss dann quasi. Ist wohl nicht so. Okay. So, das Wasser müsste gleich weg sein. Ich mach mal schneller, dann ist der Februar rum und das Wasser ist getaut. Ja, hier sehen wir jetzt leider nicht viel. Ich würde wirklich gerne... Da, die schütten das jetzt aber rein. Okay. Ja, die klettern hier immer hoch, schütten das hier unten rein. Und da ist auch schon eine Menge Limestone drin. Da sehen wir es, aufgehäuft. Jetzt schmilzt ja auch der Schnee. Jetzt sehen wir es gleich noch besser. Hier sehen wir schon, der ganze Schnee hier innen ist schon fast weggeschmolzen. Ich würd wirklich gerne ein bisschen sanfter hier mit der Kamera diese Schwenkungen machen. Geht aber leider nicht. Ist leider immer so ruppig. Das ist natürlich doof, wenn die den Limestone von da ganz hinten holen. Das ist ein weiter Weg. Aber es ist nicht viel. 291, also da sind sie fast schon fertig mit dem Limestone einsammeln. Ist also okay. So, das heißt, die Felderarbeit geht hier auch schon bald wieder los. Oha. Ja, was sind diesmal gar nicht so viele? Auf dem 7. fällt Kartoffeln. Und da müssen wir auch schon wieder uns darum kümmern, dass die nächsten Jahre vorbereitet werden. Hier war schon wieder Wassermangel. Das finde ich gar nicht gut. So, und da geht's los. Gehen die Felder jetzt auch schon los? Nee, ne? Das ist, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, jetzt gehen auch die Felder wieder los. Okay. So, sind die Fischer drin? Ja,
3 Stück haben wir. Das Boot wird gerade geholt zum Reparieren. Wunderbar, das hat schon mal geklappt. Ich weiß nicht, wie sieht es denn hier aus mit den ganzen Wagen? Wir haben ja leider immer keinen Carpenter drin. Ja, das ist tatsächlich ein Wagen. Ach doch, wir haben einen Carpenter drin. Oh, Entschuldigung. Dann habe ich den vergessen rauszunehmen wieder. Na gut, dann soll der arbeiten. Ist okay. Solange wir genug Leute haben, stört mich das nicht. Die haben 500 hingebracht. Sobald das geholt... Wurde das schon geholt? Ist das der, der gerade kommt? Nee, das ist schon wieder eine neue Familie. Wir haben schon wieder neue Familienleute hier. Was sind denn das eigentlich für Menschen hier? Okay, mit einem kleinen Jungen, würde ich sagen. Und hier... mit einem kleinen Mädchen. Na super, können die sich ja gleich hier anfreunden, die beiden. Beide 2 Jahre alt. Das ist ja quasi die Romantik-Love-Story ever. Also schlechthin, meinte ich. Zumindest jetzt noch. Jetzt wohnen die ja da noch alleine. Wenn hier in die nächsten Häuser kommen, könnte es schon kritisch werden. Da könnte es Konkurrenz geben. Schauen wir mal. Wir brauchen da nicht so viele Leute eigentlich, würde ich sagen. Bin der Meinung, dass das sogar mit den Frauen reichen könnte. Wir haben 1, 2, 3, 4... Na doch, 5 Felder ist jetzt nicht so wenig. Na komm. Ich nehme ja einen Mann raus. Weil auch gerade sogar ja auch beim Bootmacher und Carpenter besetzt ist. Und hier auch noch die Leute. Oh, wurde es geholt? Scheinbar. Dann löschen wir das gleich wieder. Und ihr könnt raus, dann haben wir noch 2 Männer. Na wunderbar. Dann sitzt das ja alles wieder. Hier wird... Kann es sein, dass gerade... Ja, das Boot... Nee, noch nicht. Doch. Ist das hier, ne? Gut, dann kannst du auch wieder raus. Wunderbar. Wie sieht's mit dem Wagen aus? Ne, der muss noch. Da ist noch Bedarf. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht wartet er noch auf Metal Parts oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt können wir uns das hier nochmal ordentlich anschauen. Aha. Da, das ist der Limestone scheinbar. Und irgendwann müsste dann eigentlich das Wasser drüber gekippt werden, oder? War hier nicht irgendwas mit Wasser auch? Oder kommt das Wasser erst spät? Ach nee, hier wird's verbrannt. Okay, ich verstehe. Dann wird vielleicht eher kein... Wasser. Das wäre vielleicht Quatsch. Dann hier Wasser. Ach ja, hier ist es ja auch schon. Aber hier arbeitet gerade keiner. Hier trägt auch gerade keiner. Okay. Dabei haben wir jetzt so viele Männer eigentlich über. Arbeiten die jetzt alle hier auf der Farm? Ach, guck mal hier, unsere Kühe. Stehen jetzt hier auf dem großen Feld. Sehr schön. Schön, dass sie auch gleich daneben stehen tatsächlich. Wo kommt ihnen jetzt her? Hä? Warum fahren die... Hier ist doch eine Brücke. Was machen die denn? Wo wollen die hin? Getting a cart back to parking. Die bringen zurück. Ja, aber warum... Ach, ich verstehe. Ach, das ist ja idiotisch. Die fangen die Brücke hier an. Weil ich hier an... Oh, das habe ich nicht bedacht. Ich habe hier angefangen, die Brücke zu setzen, damit es ebener wird. Na, das ist jetzt natürlich richtig doof. Da machen die jetzt jedes Mal diesen Umweg. Anstatt... Anstatt einfach hier geradezu. Gut, habe ich nicht bedacht. Ich dachte, die suchen sich den kürzesten Weg am Ende irgendeiner Seite. Gut, man lernt draus. Jetzt weiß man, dass man darauf achten muss, wo man anfängt mit der... Was hätten sie denn aber gemacht? Hier habe ich es dann zufällig richtig gemacht, ne? Weil wenn ich hier angesetzt hätte, hätten sie ja die Materialien gar nicht hinbringen können. Das ist ja Insel, da wären sie ja nicht rangekommen. Oder dann ist es vielleicht automatisch, dass sie dann hier anfangen. Ja, weiß ich nicht. Spannend. Interessante Sache. So, wie sieht's aus? Boah. Wo haben sie denn angefangen? Ich sehe gerade gar nichts. Ach, hier hinten. Okay. Ach, schafft das schon. Das schaffen die Frauen schon. So, ja, die Brücke wird jetzt ein bisschen dauern. Das ist jetzt nun mal so. Wir können hier schon mal neue Häuser ransetzen. Das können wir mal eben machen. Wir könnten auch schon mal... die Kathedrale hinsetzen, um nur zu gucken quasi. Das könnten wir auch schon machen. Ist das Grundstück zu klein? Nee, ist glaube ich okay. So. Das nächste. Das ist... Oh, ich sehe den Fehler. Huch. Ich sehe den Fehler. Der Eingang war ja falsch. Moment. Das ist mir gerade nicht aufgefallen tatsächlich. Ich habe nur geguckt, ob die Ränder irgendwie ordentlich sind. Also zum Fluss hin ausgerichtet. So, jetzt muss es aber stimmen. Habe mich gerade schon gewundert, warum der da nicht andockt. Aber hier kriege ich den Bogen nicht richtig hin, ne? Ich glaube, ich muss hier nochmal neu anfangen. Der will hier... Naja, so schräg möchte er nicht gehen, wie ich es gern hätte.
Ich könnte es auch so belassen und hier nochmal ein Haus quasi setzen. Das ist auch okay. Ich lasse es erstmal. Ich gucke mir das an, wenn das fertig ist, wie ich es gern haben will. Dann sehe ich besser, wie das zueinander aussieht. Wir lassen es erstmal jetzt so. Was sieht es eigentlich hier oben mit der Produktion aus? Wir könnten hier auch erstmal jemanden raus... Ist auch gerade gar kein Hanf da, ne? Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Die hier hat noch ein bisschen zu tun, aber auch nicht mehr viel. Oh Gott, das geht aber mal schnell weg. Hey, ist doch Hanf. Sag mal, die holen sie es nur nicht. Ich lasse trotzdem jetzt mal eine weg. Oder? Ah, eigentlich möchte ich auch den Hanf bekommen. Ich will die Textilien haben. Ich würde auch super gerne mal tatsächlich Textilien eigentlich gern verkaufen. Hier ist die raus? Okay. Und bei denen... Hier habe ich die nicht rausgenommen. So, den nehmen wir mal raus. Hier arbeitet gerade keiner, weil wir keine Sonnenblümchen haben. Das wisst ihr ja schon. Okay. So, hier fangen sie auch schon mit dem nächsten Feld an. Wunderbar. Das klappt schon. 5 Felder ist nicht so viel. Was hat ihr denn hier? Ach so, hier war Leim. Ich verstehe, da war Limestone. Also Kalkstein. So ein Gebilde. Okay. Habe ich gerade gewundert. Ich freue mich schon so, wenn hier noch die ganzen Sachen dazu kommen. Ich hoffe, das wird bald sein. Ich hoffe, dass der Spielstand dann noch funktioniert. Wo man auch überlegen könnte, nochmal neu anzufangen. So, was haben wir denn hier Schönes? Live schicken, Horst. Aha, das ist schon wieder das gleiche wie vorher. Das ist Mist. Keine Kühe. Die wollen uns keine Kühe und keine Schweine geben. Das ist ja furchtbar. Wir müssen wahrscheinlich selber jemanden schicken, aber es ist super teuer. Kann ich denn was verkaufen? Habe ich von was zu viel? 900, ja, ganz ehrlich. Da verkaufe ich nochmal eine Riege Buckwheat. Mach mal 150. Komm, wir machen 150. Deal. Ich drück mal lieber Pause. Leim habe ich auch echt viel, ne? Sieht man jetzt hier nicht, aber ich habe viel Leim. Aber eigentlich will ich es erst... Nee, ich glaube, das ist mehr wert, wenn ich das erstmal fertig mache quasi. Das lasse ich mal noch. Ansonsten haben wir hier gar nichts. Okay, 150 hier reinbringen. Buckwheat ist bis jetzt so unsere einzige Einnahmequelle irgendwie. Naja. Ach, wir haben noch 200 drin. Ja, gut. Dann ist es eh schon. Da hätte ich ja noch... Warte. Ganz ehrlich, wenn da noch 50 drin sind, dann mache ich das nochmal. Komm, dann nehmen wir die 50 hier auch noch. Deal. So. Lassen wir die so drin. 200. So, müssen wir dann nur wieder rausnehmen. Okay. Ist schon da, muss keiner was machen. Achso, aber wir brauchen jemanden, der dann auflädt quasi. Da brauchen wir schon einen. Ein Mann ist angeblich arbeitslos. Müssten aber mehr sein, dachte ich. Oh, Fisch läuft auch gut gerade, die Fischproduktion. Sehr schön. Ich würde super gerne Whitefish machen. Da müssten wir aber auch kaufen. Naja. Okay, das sind genug Leute. Die Brücke wird gleich fertig. Wunderbar. Da, jetzt müsste es eigentlich... Hier noch die drei Bretter da und den einen Pack Nägel und dann haben wir es. Sehr schön. So, das Geländer. Wo gibt es hier, ne? Ja, ein Pack ist noch. Okay, da ist er. So, jetzt kann der hier vom Limework, also der den Kalkstein holt, auch besser hier rüber und sich die Ressourcen auch noch holen. Wunderschön. Und schon wieder, nehmen sie diesen Weg. Hä, ist das für die kürzer? Ist das doch irgendwie so ausgerechnet, dass das der kürzeste Weg ist? Ich hätte gedacht, dass das hier der kürzeste Weg ist. Ah, weil die Wagen von da haben. Ich bin davon ausgegangen, dass die Wagen von hier oben haben. Die haben die von da. Okay, dann macht Sinn. Ja, guck, Wagen. Ah, da erinnere ich mich ja gerade an was. Wagen, ja. Wo haben wir die? Schon wieder. Oh Gott, ich finde hier immer nichts. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Reiter, um das doch noch ein bisschen mehr zu unterteilen. Aber hier, man sieht es ja, Trade und Transport. Ja, ja, ist okay. Card Parking. Das, da brauche ich nochmal. Noch haben wir keine Pferdchen. Jetzt ist nur die Frage, hier oder hier? Hier, ne, eigentlich. Hier kommt ja weiter nichts mehr. Aber hier ist eng. Ah. Doch, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Moment, ich würde es gerne... Ja, ist nämlich schräg, habe ich mir schon gedacht. Na komm, ein bisschen. Ja, wunderbar. So, perfekt. Und dann würde ich sogar den einmal vorziehen. So, sollen sie erstmal das machen? Hier bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich hier auf jeden Fall den Stall vor der Settlery, denke ich mal. Ach so. Ist das Quatsch? Aber Pferde ohne Sattel können ja auch nichts machen. Egal, kann alles irgendwie gebaut werden. Ach so, das ist der bei den Pferden. Genau, okay. Ich habe mich gerade gewundert, wo der war.
So, dann können sie jetzt das Ding da bauen. Wurde hier schon was hergebracht? Nee, ne? Nee. Okay. Gut. Ich finde, so langsam läuft es doch eigentlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass die immer nur eine Baustelle bauen, muss ich fast sagen. Wir haben hier 5 Bauarbeiter. Ich fände es an sich auch ganz cool, wenn gleich mehrere Baustellen rangenommen werden würden. Also nicht nur eine. Wie bei anderen Spielen ja eigentlich auch. Da werden ja auch eigentlich mehrere Gebäude auf einmal gebaut. Und nicht immer eins nach dem anderen. Finde ich ein bisschen eigenartig eigentlich. Ich würde gerne sagen, baut doch das und das gleichzeitig oder so. Müssen ja nicht alle 5 an einer Baustelle stehen. Naja, gut. Irgendwie ein bisschen komisch. Wie sieht's aus? War schon da? Ja, das sehe ich jetzt natürlich nicht mehr, ob er schon da war. Ob wir es schon verkauft haben, das ist jetzt blöd. Das könnte jetzt schon wieder ein neues Bugweed sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich brauche ja nur auf die World Map, ne? Okay, ist noch nicht. Steht hier noch drin. Ja, und wir könnten es machen. Wir könnten selber einen wohin schicken. Aber ich habe echt Angst, dass sie dann gar keine Kühe oder so haben und wir das Geld umsonst ausgeben. Und der kam jetzt von hier. Die haben uns auf jeden Fall keine Kühe angeboten. Also wenn, wäre es dann hierhin oder hierhin. 30 könnten wir mal ausgeben. Wir verdienen ja jetzt ein bisschen was. Wir könnten sagen, wir riskieren es mal die 30 und gucken, ob wir was kriegen. Aber ich bin der Meinung, die hatten wir auch schon oft und die hatten keine. Vielleicht wäre es hier sicherer. Wir haben halt echt nicht viel Geld. Wir brauchen ja dann auch noch Geld, um die Viecher zu kaufen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Die werden uns ja dann nicht geschenkt. Ach schön, wir haben ja Kartoffeln. Kartoffeln, Backweed, Hanf. Ach schön. Ja, der Hanf war schon vorher da, aber Kartoffeln und Backweed. Hä, waren die? Nee, die müssen ja auch vorher schon da. Entschuldigung, ich rede total einen Schluss. Es wurde ja noch gar nichts geerntet. Ach, manchmal. Manchmal kommen wir auch ein bisschen durcheinander. Okay. Ach, schön. Kann man auch mal machen. Einfach sich das so angucken hier tatsächlich. Ach, ist schon fertig hier drüben, der Kart. Okay. Dann ist der noch da? Ja. Dann fordern wir hier gleich mal. 3, 4. Ich bin mir. Ach komm, machen wir 4. Was soll's? Was soll der Geiz? Haben wir 4 Wagen da auch nochmal, wenn sie hier transportieren müssen? Finde ich ganz gut. Okay. Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch tun wollte, wo ich in Kommentaren darauf hingewiesen wurde? Wie gesagt, ist lange her. Das letzte Mal. Und ich versuche mich immer an Kommentare mit Tipps und Tricks und allem Möglichen zu erinnern. Ist aber nicht immer so ganz einfach, sich noch zu erinnern. Ich kann auch trotzdem Sachen noch vergessen, wo ich vielleicht in den Kommentaren sage, boah, geil, baue ich auf jeden Fall nächstes Mal. Und dann, ja, dauert es 3 Folgen, bis ich es mache. Weil ich es einfach wieder vergessen habe. Wie viele Nägel haben wir mittlerweile? 290 ist auch nicht so viel. Jetzt wird erstmal das Haus gebaut. Okay. Dann haben wir noch mehr Leute. Wie gesagt, wir brauchen auch männliche Träger. Geht ein bisschen fixer. So, hier ist drauf, hier ist drauf. Wo noch? Hier wird gesät gerade. Okay. Und hier haben sie auch schon. Also ist jetzt nur das und das hier. Okay. Wunderbar. Hier ist auch genug Hanf da. Ja, eigentlich, wir bräuchten... Ich weiß nicht, ob wir mehr Lager brauchen. Also irgendwie, unsere Lager sind eigentlich immer leer. Ich habe so das Gefühl, es bringt irgendwie gar nichts. Hier ist ein bisschen mal was drin, aber... Ja, entweder sind die einfach nicht schnell genug mit Lagern, dass das Zeug immer schon wieder so schnell an die Stände oder so gebracht werden muss, dass es keinen Sinn macht. Oder es sind einfach nicht genug Träger da, die Sachen schon mal hinbringen. Ja, dass es dann einfach direkt so weggebracht wird. Zu den Ständen oder wo auch immer es benutzt wird. Dass keine Zeit ist für das Zwischenlager quasi. Aber bis jetzt sind sie irgendwie wirklich ein bisschen sinnlos. Iron müssen wir auch aufpassen wieder. Oh Gott, ich sehe es gerade. Wir haben ja gar kein Iron mehr, ne? Sehe ich das gerade richtig? Oh je, da habe ich den Schuss nicht gehört. Ist leer. Wir produzieren keine Nägel mehr. Gut, dann haben wir keine Wahl, ne? Wir müssen jemanden... So, ich mache jetzt hier, weil es am nächsten ist. Wir schicken da unseren Sender hin. Unseren Messenger oder wie auch immer der hier heißt. Und fragen mal nach. Also wir müssen Iron kaufen. Krass, so schnell ist es leer gegangen. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen was. Oh Gott. Einfach weg. Also kann Nägel kaufen oder Iron. Ist egal. Na gut, dass das hier scheinbar für das Haus noch gereicht hat, aber... Wer weiß, wie viel noch? 290 ist nicht viel. Was brauche ich hier? Ja, reicht nicht mal mehr für den Stall. Ist schon alles weg. Oh je. Okay. Gut, immerhin das Haus wird jetzt gebaut. Wenigstens das.
Wann ist dann da der Sender? Gleich. Ah, Messenger. Messenger heißt er hier, okay. Entschuldigung. Warten jetzt, bis er da ist. Dann machen wir nämlich kurz ein bisschen langsamer, um uns auch ordentlich umzugucken. Das ist ja... Da hätte ich mich jetzt ewig gewundert, warum die Bauprojekte nicht fertig werden. Weil überhaupt nichts... Ja, nichts funktioniert. Immer noch nicht da. Okay. Zu früh langsam geschalten. Jetzt hier jetzt eigentlich. Der war weg. Hier ist auch gleich schon wieder mit dem Boden. Und die Wagen auch. Oh Gott, da brauchen wir da... Nee, da brauchen wir keine Nägel, ne? Metal Parts nur. Na gut. Er hat Kühe. Und Iron. Erstmal Iron, das ist wichtiger. Wir brauchen erstmal auf jeden Fall Iron. Wie viel können wir denn holen? Okay, da können wir 4 holen. Wir haben genug Geld dafür. Ich mache mal erstmal 500 Iron. Deal. Und jetzt gucken wir nach Kühe. Männliche Männer. Ja, die haben männliche Kühe. Aber wie viel? Wie viele männliche Kühe brauchen wir dann? 2? Wir haben 4 Mädels. Was macht denn Ehenbulle? Sehe ich das hier irgendwo? Nee, nicht so. Ich glaube, warte mal. Kann es sein, dass das hier stand im Kuhstall, wie viele Männer für Frauen man braucht? Hm. Warte mal. Ich suche es gerade. For breeding, you need at least 1 bull per... Ach, einen nur. You can also turn bulls to oxen for use as dwarfed animals. Dwarfed. Okay, wir brauchen nur einen einzigen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe und das auch wirklich so ist. Vielleicht habt ihr da bessere Tipps, aber da steht jetzt erstmal nur einer. Ich will keine weiblichen Kühe, danke. Ich will wirklich nur den einen männlichen, oder? Ich meine, der macht uns ja neue Kühe. Da brauche ich ja... Bräuchte mehr? Wenn wir nochmal eine nehmen, haben wir 80. Ja, komm, wir nehmen nochmal eine weibliche Kuh, einen Bullen. Deal. Ach, schön. Da freue ich mich. Brauchen wir sonst noch was? Charcoal? Ich hätte sie auch direkt Nägel. Was würde das kosten? Ich habe jetzt... Warte mal, ich habe 500 davon. Wett. Zahle ich hier nicht mehr? Achso, kommt ja auch mehr. Sorry, Denkfehler. Es kommt ja auch mehr Nägel raus als nur einer. Schweine. Die haben auch Schweine. Oh. Ja, dann könnten wir endlich mal mit der Schweinezucht anfangen. Da wäre ich sehr für. Die sind gar nicht mal so günstig. Kann ich mir das leisten? Ich muss mal nachrechnen. Oh Gott, nee, das kann ich mir gar nicht leisten. Dann wäre ich pleite. Ich kann das hier gar nicht, kaum erkennen. 60? 80? Sehe ich das richtig? Würde gehen. Oh, Gott. Ah. Ach, so schön, dass sie gerade da sind, ne? Würde ich sie ja schon fast gerne mitnehmen. 105. Das geht nicht. Nee, können wir... Nee, es geht ja alles nicht. Das ist ja doof. 70. Das würde halt gehen. Gerade so. Lohnt das? Ein weibliches und ein männliches Schwein? Das muss ich halt überlegen. Rentiert sich das? Nee, kann ich mir auch nicht leisten. Warte mal. Doch. Nee. Geht nicht. Okay, lassen wir. Geht gar nicht. Gut, dann nicht. Gibt's erstmal eine Kühe. Das mit den Schweinen machen wir noch. Ja, ist halt teuer. Das ist immer... Wir müssen doch noch ein bisschen... Warte mal, können wir denen noch was verkaufen, damit wir Geld einnehmen? Wie viele Kartoffeln haben wir? 300, das ist blöd. Mehr haben wir auch nicht mehr viel. Die waren jetzt zum ersten Mal natürlich kein Buckwheat. Ach Mann. Warum wollen die denn keins? Kleidung haben wir nicht genug. Das ist ja blöd. Die wollen nichts, was wir haben. Sowas Doofes. Nee, kann ich also nicht machen, aber zu wenig. Ah, hätte ich mal mehr Buckwheat verkauft vorhin. Nee, lassen wir alles so. Ist okay. Okay. Gut. Hier ist fertig. Jetzt noch. Hier ist auch gleich fertig. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hätten wir so schön mitnehmen können. Die hat nicht alles da. Ah. Naja, gut. Wir kriegen immerhin Eisen und Kühe. Dann können die sich auch mal vermehren. Das finde ich auch ganz schön. Weiß ja auch noch nicht, wann man die Kühe hier so richtig schlachten muss. Wie alt die werden können, das steht hier gar nicht.
Nee, hier steht, glaube ich, kein Endalter. Also alte Männer, wissen wir, werden Ochsen. Die können dann die Karren da über ein Feld ziehen, die in den Flug. Aber hier steht nicht, ab wann man die Kühe und so mal schlachten sollte. Nicht, dass die auf einmal hier umfallen und dann... Ja, das wäre doof, wenn die hier einfach nur umfallen und dann nicht geschlachtet werden. Das wäre sehr blöd, wenn das dann nicht genutzt werden würde. Naja, wir gucken mal. 194. Wann kommen die Sachen an? Sind sie unterwegs? Ich sehe gar nichts. Ich sehe keinen Wagen. Ja, wir haben den Import an. Irgendwie fährt hier nur nichts. Ich guck mal ein bisschen... Eigentlich müssten wir doch den Wagen schon sehen, oder? Weiß es nicht. Wundert mich gerade. Ist der oder ist er schon da? Vielleicht kam der jetzt gerade an. Aber die Kühe sind noch nicht da, oder? Nee, die sind noch nicht da. Und das Eisen auch noch nicht. Die Wagen sind noch nicht angekommen. Oh Gott, ich sehe gerade, wir sind ja schon total an der Zeit. Oh mein Gott, schon total drüber. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.